Du, da ich kein Intro habe und auch kein Intro machen will, weil ich faul bin und auch nicht sage, hey, willkommen zur nächsten Folge von Elysium, machen wir einfach weiter, ne? Ich meine, ich könnte ein paar Themen reinbasteln, weiß ich nicht, wie wichtig das ist, keine Ahnung. Im Endeffekt sind es ja nur private Themen. Aber wir fangen mal an mit dem Graf, wo ich vorhin schon drauf geguckt habe. Unser Graf sieht halt echt schlecht aus. Jetzt muss man davon natürlich mit Beinen rechnen. Die Gegner haben, ich glaube, 100% oder 150% mehr Gold-Income. Das bleibt konstant. Das ist halt der Schwierigkeitsgrad. Was ich halt immer als... ich finde das immer kritisch, wenn man Games spielt und die haben anstatt Schwierigkeitsgrad eine schwerere KI, haben die einfach Boosts im Sinne von mehr Einheiten, die haben mehr Income und den ganzen Müll. Damit boostet man nicht die KI, damit macht man nur den Start schwerer. Und sobald man genug Einheiten hat oder eine gute Armee, kann man snowballen. Das ist in jedem Game so. Und wir sind echt schlecht. Also wir stehen super schlecht da, das muss man einfach sagen. Wir waren nie gut. Wir sind zum Glück kontinuierlich gestiegen mit unseren Einnahmen, aber ansonsten, wenn man mal auf Gold guckt, klar, wir haben noch das meiste, wir nehmen den Leuten das weg. Aber ja, aber hey, wir haben wenigstens eine Witch bekommen, was praktisch ist. Eine Witch ist besser als gar keine, weil gar keine war echt beschissen. Und nun haben wir nichts mehr zum Moven. Wir haben auch nichts mehr zum Kaufen, also geht's weiter. Wir versuchen so viel wie möglich wegzunehmen und die so viel wie möglich zu nerven. In der Hoffnung, dass wir... Shit, ich glaube, wir sind in der nächsten... Oh ne, wir haben Swamp Movement. Der wird uns in der nächsten Runde sonst angreifen. Aber wie gesagt, wir versuchen so schnell wie möglich alles wegzunehmen von denen. Dann sind die beschäftigt, das wieder einzunehmen. Und wir haben unsere Ruhe. Und der rennt überall mit solchen Viechern rum. Alter Falter. Das ist echt, echt komisch. Wir haben wieder so einen Lord. Den können wir uns holen. Und ich würde sagen, wir holen uns Spearmänner. Der Lord kann eigentlich losziehen und Wälder einnehmen. Den Ring geben wir ihnen nicht. Ihr seid ja eh nicht Amphibien. Ja, ihr nehmt jetzt einfach Wälder ein, weil ich brauche die Wälder. Das ist jetzt Key, um voranzukommen. Hoffentlich. Und dann hoffen wir, dass wir snowballen können, ne? Also, dass wir eine Armee bauen und einfach durchwaschen. Was echt, echt schwer wird. Das wird richtig schwer. Jetzt haben wir natürlich die drei Movement-Punkte. Zum Glück sind wir nicht mit denen so weit im Norden, weil im Norden ist mehr Schnee. Und ja, lassen das Game einfach laufen. Da hat er so einen blöden Held, mit dem er uns die Sachen wegnehmen will. Verschwenden wir Movement-Punkt? Ich glaube, es ist am besten, oder? Obwohl, nee, wir können in Swamp reingehen. Ah, ich weiß nicht. Lohnt es sich, den Held zu killen? Ich meine, wir könnten... Ja, wir gehen hier drauf. Mal gucken, was er macht. Und wenn wir genug Fungi haben, upgraden wir mal unsere Einheiten. Oh, der nächste Commander wurde gekillt. Der High-Kultist hat Raksharaya gekillt. Abishala de Raksharaya. Keine Ahnung, wer das ist. Scheint wichtig zu sein. Swamp Movement und mehr. Wir sind bei 263. Er will den Punkt hier haben. Dann machen wir ihm das ein bisschen schwerer. Okay, der bringt ihm gar nichts. Der bringt auch nichts. Und der bringt uns was. Keine Ahnung, ob du attackieren kannst. Finden wir gleich raus. Holen wir uns noch einen Lord. Du kannst warten. Und wir wollen eigentlich gucken, wie viel brauchen wir zum Upgraden? 150. Miasma haben wir bekommen. Mit Miasma könnten wir eigentlich hier was erzeugen. Ihr seid aber nicht Poison Immun. Hm.
Das ist jetzt die Frage. Wollen wir mit Miasma arbeiten? The switcher will make a swamp spread a thick green mist. This is poisonous to all life. Das heißt, damit kriegen wir aber auch Einheiten. Und die Nachbarländer werden gepoisoned. Aber wenn wir nicht poisonimmun sind, bringt uns das relativ wenig. Und ich dachte eigentlich, dass die hier... Okay, wenn wir die upgraden, kriegen die Poison-Immunität. Das heißt, wenn wir sie auf die nächste Stufe kriegen, hat die Poison-Immunität 100. Aber wir haben keine Einheiten, die Poison-Immun sind. Im Endeffekt ist es nicht so schlimm. Wir könnten aber auf die Swamps die Dinger stellen, die Miasma. Und könnten denen dann anfangen, Einheiten zu spammen. Das wäre eine Möglichkeit. Müssen wir gucken, wie wir das dann gleich machen. Du kannst froh und munter hier den Wald einnehmen. Ich glaube nicht, dass es jemanden groß stört, wenn wir das machen. Und der ist abgehauen. Ja, komm, noch mehr Einheiten spawnen will ich nicht. Ich meine, hier würde ich gerne noch Einheiten spawnen. Gibt irgendwas Cooles, was Starkes, was die auf jeden Fall auffällt. Weil das ist Trade und Trade ist für uns genial. Solange die sich gegenseitig bekriegen, ist mir das vollkommen egal. Bringt mir das Fungi? Ja, das bringt mir auch ein. Und ist auch nur ein Movement-Punkt. Danach können wir einmal runtergehen, das einnehmen. Das nehme ich ihm wieder weg. Dann kommt er nämlich wieder zurück. Und da haben wir einen Swarm. Den wollen wir haben. Wir sparen mal, dass wir komplett upgraden können. Wieder einen Lord und einen Venom Sword. Das können wir eigentlich einen der Lords geben. Dann kommt der blöde Zwerg wieder hier runter. Das steht schon mal fest. So, was hast du bekommen? Poison Damage. Ja, das ist doch nett. Nett ist es. Wir haben 50 Einkommen. Wir brauchen, was brauchen wir? Ich glaube 600 oder sowas. Brauchen wir echt so viel? 600 brauchen wir. Und das geht nur im Swarm. Das heißt, wir müssen uns sowieso dahinstellen. Du bist nicht Poison Immun. Shit. Vielleicht machen wir das dann doch so. Wir warten mal und dann holen wir sie ab. Und das musst du natürlich der... Oh mein Gott. Ey, please. Gib mir einmal ein bisschen Glück. Warum steht das Ding da drauf? Ich will nicht angegriffen werden von den Dingern. Wir holen mal ein paar von denen, obwohl es halt unser Einkommen verringert. Hoffentlich konnten wir ein paar Einheiten killen, nur ein paar. Naja, gegen ihn killen wir gar keine. Was hat er denn da? Deep One? 10 Leben, Amphibien, Poison Immunität zu 50%. Und dann gibt es das Ganze noch als Shambler. 15 Leben mit einem Armor. Oh, wo hat er die Einheiten her? Die ich alle noch nie gesehen. Hybrid Fisherman. 8 Leben. Keine Rüstung. Okay. Würde mich ja echt interessieren. Den Swamp würde ich gern haben, aber da rennt ja ein Monster rum. Leider. Hier baut er sich auf und wird Armeen, aber das ist eine... Die sollten wir versuchen zu attackieren, wenn wir Charm haben. Das wäre am coolsten. Okay. Die sind weggegangen. Oh, das ist eine Magic Library. Die würde ich ihm gern wegnehmen. Ja, wir spawnen die.
Und dann nehmen wir ihnen die Library weg. Das war klar, dass er uns irgendwann da angreift. Die können doch nichts gegen ihn machen. Okay, der hat noch... Wie viele gekillt? 3 Stück. Ernsthaft? Muss das Ding da jetzt echt stehen? Die kriegen wir nicht tot. Was ist das? Void Hound. Spreadet auch Disease. Displace, das ist sehr beschissen. Ephemeral. Und hat Life Drain. Nee, danke. Das fighten wir definitiv nicht. Greif mich bloß nicht an. Greif mich bloß nicht an. Du kannst mal den unter deine Fittiche nehmen und die. Dann nehmen wir dich mit. Und watscheln hier mal hin. Und dann gehen wir auf dem hier und setzen da Miasma drauf. Was kostet Miasma überhaupt? Oh mein Gott, ich habe sie nicht mitgenommen, ne? Oder? Doch, habe ich. Was kostet Miasma? 100. Aber es gibt uns Einheiten. Was vielleicht ganz gut wäre. Okay. Ein Umbrell. Auch mit Life Drain. Nee, danke. Hat der auch Life? Die haben alle Life Drain. Life Drain ist ekelhaft, weil die sich heilen. Ekelhaft. Okay, gehen wir hier halt rein. Und dann killst du die Dias, dann ist es so. Und du sollst das hier einnehmen. Und wenn es geht, casten wir... Oh shit, wir können was Neues für Necromancy uns holen. Man kann eine andere Spells haben. Oder wir werden hier summonen. Und das werden wir jetzt auch machen. In der Hoffnung, wir halten die Library ein bisschen. Nein, ihr solltet nicht passiv. Ich wollte den Turn beenden. Da kommt er schon wieder. Der will seine Mine wieder haben. Die will er unbedingt wieder haben. Boah, den könnten wir eventuell killen, aber sein Sweep Damage ist richtig ekelhaft. Sweep Damage ist ekelhaft. Komm, dann nehmt ihr weiter Wälder ein. Mehr Bonis. Und du sollst casten. Wie ein Bekloppter. Gucken wir mal, was wir bekommen für uns. Du darfst nichts machen, weil wir müssen mit denen noch rausgehen können. Pekinier, einen Sorcerer haben wir bekommen, weil wir die Bibliothek haben. Oder Library. Ich vergesse, ist im Endeffekt fast das gleiche. Oder ist es das gleiche? Er rennt mit 2 Stück hier lang. Ja, da kommen wir früh genug hin. Wahrscheinlich vor ihm. Die beschwören wir definitiv. Den Lord holen wir uns auch. Was hat die denn? Die hat eine Krone mitgebracht mit Orvi. Was auch immer das brachte. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, Moral ist das, oder? Ah, ne. Any unit trying to attack this unit... In Melee must pass Moral-Test, also nochmal ein extra Test. Aber für Range bringt das nichts, ob die uns dann halt treffen oder nicht. Wir haben Fortune, das ist saugeil. Magic Resistance ist ziemlich gut und Gusts of Wind. Fortune mag ich. Das wäre cool, wenn das ganze Battlefield Fortune bekommen würde. Dann hätten wir eine ziemlich gute Chance auszuweichen. Ihr könnt da warten und mit euch spawne ich jetzt einmal. Ich könnte sie upgraden. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir machen. Wir upgraden sie. Grand Mastery.
Dann ist sie jetzt eine Witch. Eine Hag nennt sich das, okay. Hag. Wir haben True Charm bekommen. Was auch immer der Unterschied zwischen Charm und True Charm ist. Enchanting Voice. Sleep. Auf 100 Targets. Burst. Only Enemy Units. Und es ist kein Slowcast. Leck mich am Arsch. Scheiße, wir brauchen den Enchanted Sleep nicht, weil wir casten eh auf 100. Scheiße, ist das krass. Brauchen wir auch das nicht? Weil wozu Sleep? Wir haben es ja. Du kannst, wie gesagt, warten. Hier oben wollen wir casten. Wir können auch mal Spells lernen mit ihm. Oh, der hat uns was mitgebracht. So, ihr könnt raus, ihr könnt raus. Wir lassen einen Spy hier. Du kannst auf jeden Fall auch raus, ihr auch. Und was hast du mir mitgebracht? Regeneration. Wenn wir das behalten können, für irgendeine krasse Einheit, wäre das ziemlich nett. Du bist der Necro, du musst am Leben bleiben. Das sieht doch sehr nice aus. Dann kannst du ja warten. So, du wurdest geupgradet. Ja, wir können nichts machen. Den holen wir nicht ein, aber das ist nicht so schlimm. Oh mein Gott, jetzt... Nein, nicht so eins. Das ist Moon Horror. Moon Horrors sind echt widerlich. Hat Ephiriel, ist Sleep Immune. Das Problem bei dem Ding ist, das castet ziemlich viele Spells. Words of the Void ist Stun für 3. Mental Overlord ist Confusion für 4. Meteor kann der casten. Burst Damage. Ziemlich widerlich, hat 4. Enchanted Sleep und kann Tiere, sind das glaube ich. Oder? Bewilderment? Confusion? Ne, ist auch wieder Confusion. Ich dachte, das wäre das Übernehmen für Tiere. Das Ding ist echt ekelhaft. Ekelhaft. Und er kann Horrormarken. Das kommt noch dazu. Wenn ich das richtig verstanden habe, ein Horrormark ist, wenn man zu lange diese Einheiten in der Base hat, wird man immer mehr attackiert von so Horror-Stuff. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ob es da ein Gebiet gibt. Aber das werden wir jetzt sehen. Ja, scheiße, ne? Und die greifen nicht an, weil... Mach die Tore auf. Wenn die Tore nicht aufmacht, sind wir tot. Oh mein Gott. Könnt ihr bitte das Tor öffnen? Okay, wir haben den Manflayer verloren. Das ist beschissen. Das ist unser Necro gewesen. Wir haben Ghost Warrior verloren. Das ist okay, nicht so schlimm. Shaded Beast, Direwolf. Verdammte Scheiße, ey. Ich meine, wir haben es besiegt, aber für was für einen Preis? Keinen guten. Nehmen die Mine mal ein, wenn wir schon da sind. So, du sollst... Oh, das ist... Das ist blöd. Ihr seid nicht Poison Immun. Und ihr habt 13 Leben. Komm, das ist ein anderes Game, was halt. Ich habe das noch nie gemacht. Wir machen... Oh, Swamp Soul? Was ist das denn? Witch binds her soul to the Swamps of Elysium. When she dies, her soul will instantly return to the Swamp, which will... Then reform into a suitable body for the witch. The witch must own a swamp on the same plane as she died. Okay, das ist klar. Plane in dem Gebiet, wo wir sind. Also Elysium. The swamp will be consumed in the process. Das heißt, wenn wir sterben, dann werden wir wiedergeboren, aber der Swamp verschwindet. Wir testen das jetzt mal. Miasma. Wir können nicht mehr moven und ich guck mal, wie viel Damage wir bekommen. Weil ich keine Ahnung habe, wie viel Damage die kassieren.
Oder ich gehe in... Komm, ich mach das mal anders. Ich gehe in der Hoffnung weg. Lass sie da stehen. Ich hoffe, sie stirbt nicht. Bitte nicht sterben. Wir killen die auf dem Weg, damit sie nicht sterben kann. Shit, ey. Das ist echt nicht gut. Du kannst das Item auf ihn hier, glaube ich, geben. Er war das, ne? Hat der Horrormark? Wer hat überhaupt einen Horrormark? Erstmal alle nehmen. Ihr seid alle diseased. Hast du diseased bekommen? Nein, Glück gehabt. Und H ist für Horror, ne? Wir haben zwei Einheiten mit Horrormarks. Die müssen wir mitnehmen. Den nehmen wir mit. Der bleibt drin. Du bleibst drin. Den nehmen wir mit. Du bleibst auch. Und dann bringen wir... Kurz mal gucken, ob es so passt. Das passt so. Du bist der Langsame und du, weil ihr Horrormarks habt. Genau, Horrormark. The Horrormark works like a beacon that is only perceivable by horrors. Being Horrormarked means you're attracting horrors and can be attacked by them at any time. Being Horrormarked is especially dangerous when the world of horrors is closer to Elysium than usual and magic is tainted. Ja, das wollen wir natürlich nicht ausnutzen. Also, ich meine, wir können die jetzt dann hier hinstellen. Dann sollen die halt attackiert werden, aber wir verpieseln uns. Oh, hier oben haben wir den Dwarf mit der Queen. Nehmen wir nebenbei Force ein. What the fuck, was ist das denn? Ein Port mitten im Wasser. Ihr solltet den Zwerg dann gleich killen. Holen wir uns einen neuen Lord. Da wir genug Einkommen haben, können wir nochmal ein bisschen pulvern hier. Du kannst den Lord übernehmen. Und wenn sie dann fertig ist, könnten wir eigentlich die nächste... Obwohl, dann fangen wir an zu casten. Wir casten dann wie die Bekloppten. Casten, casten, casten. Genau, lauf da schön hin. Dann hole ich mir den Kram jetzt wieder. Jetzt können wir gucken. Oh nein! Er hat den... Er hat zwei Lords gekillt, wahrscheinlich mit Sweep, ne? Nein, er hat zwei Lords umgenietet. Da hat er den ersten umgeknüppelt. Den nächsten umgeknüppelt, warum? Okay, ihr habt's gut gemacht. Okay, hier ist nichts mehr, er war zu tief im Norden. Könnten die das schaffen? Eventuell, gehe ich mal von aus. Erstmal nehmen wir die ein. So, du kreierst, glaube ich, schon Zeug, oder? Miasma. Steht das mit dabei, was es bringt? Nee. Wir gehen hier rüber. Bitte keine Gegner hier in der Nähe. Ich kann die nicht sehen. Ich YOLO jetzt. Okay, der wird wahrscheinlich gleich rauslaufen. Das riskieren wir mal nicht. Wir nehmen mehr Wald ein. Und du kannst die... Oh, das ist schon wieder so einer. Queen Consular, der hat mega viel Armor. Der wird bestimmt ein, zwei killen von uns. Aber dann ist es so. Der wird immer wieder mit Zwergen kommen. So sind die. Oh, wir kriegen weniger wegen... wir haben keinen Herbst. Kein Herbst. Okay, das war... Wie viel hat der denn gekrittet, Alter? Okay, die haben alle getroffen. Perfekt. Perfekt. So soll das sein. Nein, wo greifen die mich denn? Ah, ich weiß, welche das sind, die mich angreifen. Das sind genau die daneben standen. Genau die. Ja, die hier haben mich angegriffen. Arschlöcher. Ja, wir können einmal beschwören. Aber es ist immer noch keiner von denen, die ich haben will. Eine Necro wieder. Ihr könntet mal loslaufen und hier einnehmen. Die Büsche. So, und so langsam kreieren wir den Kram. Du wirst wahrscheinlich am Poison sterben.
Was nicht so schlimm ist, weil wir bauen hier langsam dann Stuff auf. Du bleibst noch eine Runde stehen. Hier nehmen wir das ein. Das wird ein Problem. Bei denen ist das nämlich so, die spawnt Monster. Und, also was heißt, die spawnen nicht Monster, sondern Zwerge über Zeit. Und das ist so geil, Armeen aufzubauen, auch wenn das nur squishy Zwerge sind. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die kriegt man, wenn man das übernimmt und die charmt. Aber das ist so genial, dass man kostenlos Armeen aufbaut, wenn man davon ein paar hat. Ja, du musst leider warten, das ist ein bisschen blöd. Okay, der hat da gerade was eingenommen. Noch eine Witch. Ich würde sagen, wir übernehmen noch eine, also holen uns noch eine. Einfach um sicher zu gehen und du darfst jetzt nochmal Miasma machen. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert mit Miasma. Ja, die kriegen wir nicht weg. Dann holen wir sie wieder ab. Die kommt hier rüber und dann wandern wir raus aus dem Gebiet. Wie sieht das denn aus mit Fähigkeiten? Das ist... Oh, das müssen wir im Bock oder Swarm. Was ist denn Bock? Forest, Forest. Ich habe da noch nie drauf geachtet, was Bock ist. Swarm, da könnten wir auch hingehen. Das ist ziemlich praktisch. Dass uns die Village immer noch gehört, aber ich glaube, die sind schon tot, oder? Senator. Ja, der Burgmeister ist schon tot, deswegen kommt der nicht mehr und holt das. Was ist Borg? Ist irgendwas im anderen Gebiet? Oh, einfach nur ein anderer Name für das. Egal. Swarm Soul. Wir könnten... Das können wir später machen. Später. Da sind immer noch die Spinnen drin. Mega witzig. Wir wollen... Na, wir haben noch eine rumstehen. Ich nehme die Crossbowmans. Lord brauchen wir nicht. Wir haben nicht so viel Cash. So viel Cash besitzen wir nicht. Das können wir gleich übernehmen fürs Traden. So, du kannst hier hingehen, dann hier. Okay, da haben wir schon mal ein Swarm-Monster. Ich glaube, die kann man auch abholen. Wenn da genug sind. Eigentlich sollten wir es hier noch casten. Mit unserer Witch. Holen wir uns den Swamp hier gleich. Dann können wir uns das vielleicht wiederholen, was uns wer gemobst hat. Okay, okay. Die Dinger sind richtig... Übel. Thing from Beyond. 68 Leben, 9 Magic Resistance und 2 Armor. Aber das Ding ist bei denen, die haben erstmal Life Draining Tentacles. Das ist richtig übel, weil die Life Drain. Plus, die haben Stellar Maw. Und Stellar Maw ist, ist ekelhaft. Und der hat davon wie viele? 5 Stück. 5 Stück. Die kriegt man nicht so schnell platt. Die werden richtig, richtig wehtun. Wir haben Glück, dass uns kein NPC bisher angreift, dass sie selber fighten. Na, okay. Ich sage es und die werden angegriffen. Ja, keine Chance. 400 Damage. 434 Damage. Heftig, ey. Ja, da ist unsere Library weg. Das ist kacke, weil da hätten wir Mages bekommen können, richtig coole. Ja komm, wir gehen da oben noch hin. Können wir durch den Swamp gehen und mal gucken. Wir könnten die sogar mitnehmen, das ist nice. Und sie ist ja Poison Immune. Wir nehmen dir das hier weg. Und, oh mein Gott, das könnte übel sein. Ich glaube, wir verlieren alle.
Das könnten so scheiß Horror-Kreaturen sein. Und die haben keinen Scout. Wir haben keinen Scout. Gucken wir mal, ob wir sie jetzt verlieren. Davor hatte ich Schiss, dass er auf mich zuläuft. Oh, sind nur Spirits. Okay, easy. Nur Spirits. Was wollen wir mit denen noch einnehmen? Wollen wir... Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen die hier wieder killen, weil die wollen jetzt was einnehmen. Nur von wo kommen die gespawnt? Ist das irgendein Tower hier unten? Weil der gehört den Spinnen. Und ich glaube nicht, dass Spinnen das spawnen. Bezweifle ich. Den nehme ich das jetzt weg. Ganz einfach. Und dann rennen wir hier unten hin. Eigentlich könnten wir die mal... Na, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir vereinigen. Oh, shit. Warte mal. Das ist der Spinnentower. Verstehe, die kommen von dem Tower. Heißt, ich müsste... Du hast keinen Charme, also ist es Quatsch, dich zu opfern. Wir nehmen einen Scout mit. Das sollte als Frontline reichen. Das Item können wir so lassen. Und dann gehen wir da runter und helfen. Den Swamp wollen wir haben. Hier gehen wir mit drauf. Obwohl wir... wir könnten eine neue holen. Komm, wir stellen die hier hin. Als Sicherheit vorerst. Was hast du bekommen? Charm? Oh, kein Charm. Shit. Wir müssten das dicke Vieh hier langsam mal killen. Das wäre ziemlich nett. Aber dafür haben wir zu wenig Einheiten hier. Zu wenig. Ja, dann wartest du da auch erstmal. Der will unbedingt meine Armee mal nicht platt machen. Wirkt zumindest so. Das sind ein paar viele. Die könnten wir wahrscheinlich rausnehmen. Und wo ist denn seine Armee jetzt hingelaufen? Hier ist sie. Machen wir dich weg. Hier haben wir... warum steht da eine Einheit von mir? Oder steht keine Einheit von mir? Das muss ich nicht verstehen. Obwohl wir könnten... Ich glaube nicht, dass sie angreifen. Das glaube ich nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Das nehmen wir weg. Oh nice, noch mehr Swamp. Das ist super. Du castest da gleich dein Swamp. Dein... Mias, sag mal, sind die stationary? Ja, das ist mega mies, ey, wenn man kein Scout hat und in die immer reinläuft und dann machen die Damage und die sind ja nicht gerade schwach. Leck mich am Arsch, ey. Was hat er denn da? Insane Fisherman. Gott, es gibt so viele Einheiten, die ich noch nie gesehen habe. Ein Hybrid Soldier. Halb Fisherman und halb Soldat. Aber der hat hier irgendwo... So ein Magier stehen. Wo steht er hier? Da oben steht er. Bookschaft der High Kultist. Okay, ich sehe gerade, wir sind schon längst über die Zeit für die Folge. Ist jetzt zum Glück auch das Ende hier, bevor ich in den nächsten Zug gehe. Und ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.